Wie lahm bist du gerade? Was ist mit dir, Junge? Ja gut, dann gehen wir einfach erst zu Sindri, weil... Ja. Das ganze Gesuche jetzt. Da komme ich zwar eh nicht drum herum. Aber muss ja nicht jetzt sein. Greco? Danke für 10 vergiftete Subs an die Community. Vielen, vielen Dank. Ja, ist abgestürzt, das stimmt. Ich habe es auch gerade gar nicht richtig gecheckt, weil ich habe nicht richtig geschlafen. Ich bin so müde. Das realisiere ich jetzt gerade erst sehr spät. Vielen, vielen Dank, Greco. Mega lieb von dir. Sindris Haus. Ja, komm, machen wir einfach weiter. LSD, was? LSD ist besser als jeder Energy. Oder dieses helle Licht da. Das tut sehr weh. Das hat gerade richtig weh getan. Boah. Ich guck mal kurz weg. Okay. Sehe ich dich denn nicht schon oft genug? Was soll das jetzt wieder heißen? Ben! Ich kann auch gehen. Hallo. Ja, ja. Bei LSD hast du auch noch Halluzinationen dabei und siehst lustige Farben. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Jetzt bin ich bitte so unfreundlich. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe dich jetzt nicht verflucht, dass du immer Pizza isst, wenn ich streame. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich spreche nur Durchfallflüche aus. Danke, okay, für 4 vergiftete Subs. An die Community. Verwirrt. Lass mir gleich mein Energy holen. Ich bin wieder da. Hey, du hast's geschafft. Ich hole Tier. Komm zu uns an den Tisch, wenn du bleiben willst. Seht ihr? Ich sagte doch, der Schlüssel bringt ihn heim. Wegen einem Schlag mit einem Hammer. Zwergenmagie ergibt keinen Sinn. Nicht wahr? Das eine Mal hat Lunda ein Brustschild aus Hundegebell. Du bist zurück. Das verstehe ich. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass dieses Ding den Preis wert war. Du hast sie. Was hat sie dir gezeigt? Ich konnte sie noch nicht benutzen. Ich musste fliehen, wegen Heimdall. Aber zumindest hat Odin sie auch nicht. Aber wenn du keine Antworten von der Maske bekommen hast... Hast du einfach nur Odins größten Schatz gestohlen? Ja, ist doch gut. Gleich nachdem dein Vater seinen treuesten Anhänger tötete. Niemand ist sicher. Nicht mal hier. Wir haben also keine Wahl. Wir finden Sutr, blasen das Djatlerhorn und führen Odin seiner Strafe zu. Lass das Horn! Du würdest jede Seele in Asgard einäschern und es Notwehr nennen? Schmiedet er auch mal einen Plan oder macht er nur die der anderen schlecht? Der offensichtliche Plan liegt direkt vor uns. Das meckert ihr schon wieder. Die Maske nicht. Wir schleichen uns nach Asgard und nutzen sie selbst. Direkt vor seiner Nase. Wir holen uns das Wissen, um diese Kriegsprophezeiung ein für alle Mal zunichte zu machen. Nur, so leid es mir tut, haben wir keinen Weg nach Asgard. Sie haben das große Horn, oder nicht? Oh, Sie sollen sich also nach Asgard schleichen und ein Horn blasen, das durch alle Welten schallt? Ich meine, dass du mir den blauen hinterlecken kannst. Bitte, denkt einfach mal darüber nach. Was? Wer leckt jetzt wem Brocks Arsch? Was? Das war jetzt... Kratos. Ja. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Lass mich doch daran... Lass mich da in Ruhe. Warum muss ich das jetzt machen? Diese Maske... Die leichten Antworten, die sie verspricht. Eins weiß ich.
Abkürzungen haben ihren Preis. Atreus, du hast sie getragen. Was meinst du? Sie ist eine Chance. Schlimmstenfalls nutzen wir sie als Köder für Odin. Bestenfalls, wenn sie wirklich alle Antworten hat, gehen wir unseren eigenen Weg. Und niemand muss sterben. Toll! Jetzt brauchen wir nur einen Weg nach Asgard. Da werden wir herzlich empfangen. Ich weiß, dass ich eine Bürde gewesen bin. Ich weiß, ihr habt euch gefragt, warum ihr mich aus diesem Loch geholt habt. Ja. So wie ich. Jetzt weiß ich es. Hierfür werde ich gebraucht. Das ist meine Bestimmung. Ein letztes Mal nehme ich meinen Speer und ich führe uns nach Asgard. Oha. Verzeihung! Aber wenn du einen Weg nach Asgard weißt, wo genau war denn diese Idee die ganze verdammte Zeit? Das ist eine ziemlich vernünftige Frage. Du hast Asgard geschützt. Du hättest uns alle umgebracht. Und wir mussten Loki Zeit geben, sein Schicksal zu finden. Hier ist es. Alles führte genau hierher. Traitor! Wenn wir wirklich reinkommen, dann hole ich mir Odin. Ich halte dich nicht auf. Wir können beides. Ganz richtig. Wenn uns die Maske keinen Ausweg bietet, dann wenigstens einen kleinen Vorteil. Nichts dagegen. Dann lasst uns gehen. Und zwar schnell, bevor er weiß, dass wir kommen. Er hasst Überraschungen. Das kann uns sowas von egal sein. Ganz langsam, du elender Baum. Ich will immer noch die Details hören über diesen, neuen Weg nach Asgard von dir. Spuck's aus! Ein uralter Pfad, von hier erreichen wir ihn nicht. Wo dann? Ich hol nur meine Sachen, dann zeig ich's dir. Du hast keine Sachen. Und wohin willst du mit dieser Maske? Brock. Das Ding gehört dem Jungen. Er hat's verdient. Du hast nichts gemacht als halbwegs essbare Suppe. Brock, ist schon gut. Ist es nicht. Die Sache stinkt. Das stinkt, all diese ja. Teile passen gar nicht richtig zusammen. Wie, dass er die ganze Zeit Loki zu dir sagt. Du kennst seinen richtigen Namen. Hey, ich rede mit dir. Hältst du jemals den Mund? What? Brock! Ausgerechnet, Odin. Lass den Jungen gehen und stell dich mir. Dein Bruder soll mir die Maske geben, dann bin ich dabei. Stehen. Freya? Wenn er stirbt. Na, das war nicht der Teil des Plans, aber wenn er stirbt, sind wir quitt wegen Heimdall. Und ganz nein, ehrlich, Brock. Da habe ich draufgelegt. Ich werde dich töten. Verlass dich drauf. Schön wieder Zeit mit dir zu verbringen. Freya, bitte. Du kannst nicht an zwei Orten zugleich sein, Freak. Hey, ich als Still und dir auch. Tut nichts, was ihr noch bereut. Ich bereue viele Dinge. Dich zu töten wird nicht dazugehören. Jetzt lass ihn los! Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich hab die Kontrolle! Hier! Her mit der Maske! Los! Atreus! Ja! Zu schade, Junge. Wir führen wohl doch einen Krieg. Wichser. Nein, Brock. Du musst ihn retten. Du musst es. Geh nicht. Brock. Geh nicht. Vielleicht, wenn ich zum See zurückgehe? Lass es. Ich weiß, was du getan hast. Und ich vergebe dir. Aber du musst aufhören. Du musst loslassen. Och Mann. Hallo Ninja.
Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Zeit. Ja, die ganze Zeit wurden wir verarscht. Also, was machen wir jetzt? Jetzt töten wir Odin. Und jeden, der uns aufhalten will. In Freyas Meinung. Komm. Was? Wohin? Das spielt keine Rolle. Wo geht ihr hin? Wir sind raus. Was? Du kannst nicht davor weglaufen, Kratos. Odin wird nicht aufhören, bis wir ihn aufhalten. Wir brauchen dich hier. Ja, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Hallo Thor, danke für deinen Resub im 31. Monat. Dankeschön. Der Pfad abreisen. Okay, da ist gerade sehr viel passiert. Ich war abfuckt. Vater, wo gehen wir hin? Heim. Aber wir sind nicht sicher. Oder weiß er etwas? Ja, das ist gerade ein sehr komischer Move von ihm. Ja, die Stimme von ihm ist auch richtig gut. Aber er weiß was. Ich befürchte auch, das ist nämlich so ein ganz komischer Move jetzt gewesen. Er hat die beiden wichtigsten Sachen den anderen beiden gegeben, damit sie es halt in der Hand haben. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich glaube, irgendjemand wartet dort. Und er ahnt das. Das ist gerade komisch. Vater, können wir... Ich möchte jagen gehen. Ich folge dir. Wir sind bei dir, Atreus. Ach, der Arme. Und Brock, was ey. Jagen wir? Hirsche. In welche Richtung gehen wir? In Richtung der Hirsche? Trost suchen. Ich glaube, die müssen es auch gerade verarbeiten mit Brock. Und dieser Tier halt, ne? Das war halt die ganze Zeit so ein Odin. Sieht kleiner aus. Hat es sich so immer für dich angefühlt? Ja, aber es war richtig. Hier war ich nah bei denen, die ich liebe. Wirklich nah. Hat er schön gesagt. Mimir heißt er. Der holt der Junge einfach mal alles, was damals sein Vater gesagt hat. Ich finde das mega gut. Oh, das... Oh. Das ist gerade echt viel. Hi, Süßen. Willst du darüber reden, was passiert ist?
habe etwas gehört. Hier lang. Er braucht nur Abstand. Hier. Spuren. Führen da entlang. Ja, das ist gerade total geschockt. Kann ich auch verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist gerade, wow. Atreus, nicht zu sehr spoilern, ich will auch das Spiel zocken, aber es ist so gut. Die Auswirkungen zu spüren ist keine Schwäche. Da musst du aufpassen, weil ich bin schon ein bisschen weiter. Also nicht spoilern lassen. Ist zu viel auf jeden Fall. Stimmt. Dort sind zerbrochene Zweige. Los. Er klingt doch nicht gerade sehr. Ja. Ich sehe es ständig vor mir. Das Messer. Rock. Sindris Gesicht. Ja, er steht unter Schock. War klar. Da ist er. Ich meine, Sindri und Brock haben wir ja auch schon die ganze Zeit immer an unserer Seite. Sind ja unsere Freunde. Ist das nicht so ein spezieller Hirsch? Wir suchen. Ellbogen hoch. Er wird verschießen. Präzision vor Tempo. Wieso? Jetzt läuft er weg. Und wir auch. Ich verstehe nicht. Ist ein Tier verwundet? Muss es die Blutung stoppen? Oder es stirbt? Wir wurden verwundet. Und das ist eine Ablenkung. Krass. Es ist meine Schuld. Nein. Liebe euch beiden. Nein. Wir sollten zu Sindri. Ich habe so eine Ahnung, wo er sein könnte. Gut. Scheiße. Ja, die Kneipenschlägerei war super. Okay, das war also Kratos' Plan. Ich hab mir schon gedacht, dass er irgendwie irgendwas gerade versucht, weil dieser Move von ihm, alles wegzugeben und dann, wir gehen jetzt nach Hause, das ist eigentlich, ja, das kam so plötzlich. Obwohl wir eigentlich jetzt geplant haben, gegen Odin zu kämpfen. Ich muss mir überlegen, was ich zu ihm sagen will. Natürlich. Jetzt ist das Abschied nehmen. Oh. Hallo Stefan. Spannend, wie das Finale wird. Ich auch. Vielleicht schaffen wir es sogar heute noch. Wo ich auch hinschaue. Ich habe meine Fehler erinnert. Unsere Taten haben Folgen. Daran erinnert zu werden, ist keine Strafe. Scheint aber so. Ja, weil es hauptsächlich negativ ist, ne? Das stimmt, Rasefer, das stimmt. Deswegen finde ich es auch gut, dass er sich in seinen Sohn auch hineinversetzt und für ihn da ist. Doch nur die Täuschung durchschaut hättest, die keiner von uns sah, einen unvorhersehbaren Angriff gestoppt hättest. Es gibt kein Wenn, Atreus. Alle wurden reingelegt. Alle. Einige Dinge können selbst Götter nicht kontrollieren. Odin ist halt ein Bastard.
Wagner. Speki. Ihr Süßen. Ja. Na dann, spannen wir euch mal hier ran. Kommt. Wir nehmen den Schlitten, wenn du bereit bist. Weiß ich nicht, Doug. Ich gebe es morgen Raclette, aber für den Stream ist genug Alk da. Uff. Nicht umsonst ist er der Allvater. Mm. Ja. Tyrs Tempel. Das ist unser Ziel. Gibt's bei euch auch morgen? Ymir, könnten wir Brock irgendwie zurückbringen? Irgendwie hat es einmal geschafft. Ja. Vielleicht finden wir einen Weg, es wieder zu tun. Zu einem sehr hohen Preis. Ich fürchte nicht, mein Junge. Wenn eine Seele ihre Filgia, ihre Richtung verliert, so wie Brocks die physische Gestalt verlässt, dann erreicht sie den Seelensee nicht. Er ist nicht nur tot. Ihm wurde das Jenseits verwehrt. Da ist nichts zum Zurückholen. Er ist wirklich weg. Oh. Atreus, wenn es etwas gäbe, das wir tun könnten, dann würden wir es tun. Versprochen. Ich weiß. Es war ein dummer Fehler, überhaupt darauf zu hoffen. Es ist kein Fehler, darauf zu hoffen. Mais, Putenfleisch, Mini-Bratwürste, Erbsen. Als der See noch Wasser war. Einfach in ein Boot steigen, von hier fortsegeln. Von allem. Man kann nicht vor seinen Fehlern davonsegeln. Man kann sie unmöglich vergessen. Ich habe es versucht. Ja, sie folgen dir überall. Egal, wo du hingehst, Junge. Wenn du segeln willst, dann mit einem klaren Ziel. Voll deep gerade alles. Oh, ich wollte jetzt schon trinken, habe ihm aber gesagt, mach das morgen. Meine Influence tut ihm nicht gut. Uff, den Ding. Deine Aura färbt auf mich ab, Denti. Sollte es nicht, Brownie. Du kannst nicht wie Dentik, wie Wasser in Alk saufen. Der Aufzug am Ende der Brücke sollte noch funktionieren. Getötete Räuber 100 von 100. Okay. Können wir hoch zum Tempel. Also, wir sollten jetzt wirklich zum Tempel gehen. Ja, ist ja gut. Wir hetzen. Kratos, wir sollten wirklich auf Kurs bleiben. Ich bin noch hier, Alter, mal jetzt. Ach. Ach, das wird furchtbar jetzt. Atreus, warum glaubst du, dass Sindri dort sein wird? Dort fanden er und Brock sich wieder. Etwas Zerbrochenes Neuschmieden. Er wird dort sein. Aber wo er recht hat. Hallo, Klappstuhl. Sindri. Schmiedet für ihn ein Schwert. Sindri, es...
Es tut mir so leid. Nein. Nein, ich will's nicht hören. Du weißt nicht, was Leid ist. Odin wird damit nicht davonkommen. Meinst du den Odin, den ihr in mein Heim brachtet? Er hielt uns zum Narren. Oh. Aber mancher von uns waren die größten Narren. Nicht wahr? Ich gab euch alles. Meine Schmiede. Meine Freundschaft. Mein Heim. Meine Geheimnisse. Meine Schätze. Und ihr nahmt einfach nur. Und was habe ich jetzt noch? Nicht einmal meine Familie. Du willst leiden? Er hat nicht mal mehr seine Handschuhe an. So sieht echtes Leid aus. Ich... Was können wir tun? Gehen. Wir. Es gibt kein Wir. Es gibt nur euch. Koste es, was es wolle. Du, Sindri, schreib was ab. Was ihr tun könnt. Ihr könnt euch verdammt nochmal verpissen. Komm, Atreus. Lassen wir ihn. Puh. Trauere, wie du wünschst. Ich dachte, wir wären auch Familie. Waren wir. Okay, das ist gerade echt hart. Kann ich nicht wieder gut machen, oder? Nein, aber mir wird es besser gehen, wenn wir Odin seiner gerechten Strafe zuführen. Gerechte Strafe, das ist nicht, was uns antreibt, sondern Rache. Jeder meiner Pfade führt mich stets zur Rache. Vielleicht haben wir sonst nichts. Wir müssen zu Freya zurück. Wenn es nicht schon zu spät ist. Ach du Scheiße. Wenn wir zurückkommen, ziehen wirklich in den Krieg. So weit ist es gekommen. Ja. Das war abzusehen. Als wir uns auf Heim waren und nach Tere suchten. Das ist nicht, was ich wollte. Das war nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brock zu verlieren. Das wissen wir, Atreus. Das wissen wir. Ja, ist ja klar. Ja, nicht so, als ob er es mit Absicht getan hätte. Wir haben Sindri wirklich alles genommen. Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ich weiß, dass wir zu Freya gehen sollten. Aber es würde mir nichts ausmachen, hier in Midgard zu bleiben. Zumindest eine Weile. Ja, ein paar letzte Abenteuer, um uns von... naja, so ziemlich allem abzulenken. Ach ja. Ja, ich habe jetzt niemanden mehr, der meine Sachen verbessert, ne? Ey,
Ich hab kein Miet. Nee, gerade nicht. Ich bin nicht so in Stimmung. Hallo, Chloe.